Jo Leute, was geht ab? Einen wunderschönen Hallöchen. Ich habe mal ein interessantes Thema, habe ich mir gedacht. Und zwar YouTube in Deutschland. Ich finde, das ist mittlerweile immer dasselbe. Irgendwie wiederholt sich ja auch vieles. Und das ist schon die Qualität, die ich bereits am Anfang habe. Es ist wirklich eine Geldmaschine. Für mich ist das einfach überhaupt nicht so geil. Weil, ganz ehrlich, es ist einfach nicht mehr so schön. Ich mache das zwar gerne, finde es auch toll, aber es wird immer mehr zum, ja, aber viele einfach nur noch zur Druckmaschine so, ja, irgendeine Scheiße machen und dann sie da, oh, ja, toll, super Klick. Und das finde ich persönlich, geht mit rechten Dingen einfach nicht zu. Und, ja, das ist einfach für mich einfach ein Logo. Wow. Ja, es ist halt einfach schade, dass es halt so verschwendet wird. Und viele Kanäle haben es auch richtig drauf. Okay, haben sich wahrscheinlich Entwickler verewigt. Aber auf jeden Fall bin ich persönlich, ja, nicht mehr so geil. Immer dieselben. Halt, ich muss Ausrüstung wechseln. Immer dieselben und ja, deshalb bin ich persönlich. War mal geil. Aber ich sag mal so, ich denke an die meisten machen aus Freude, wegen, wahrscheinlich wegen Profit und wegen Geld und mehr nach dem Plan. Und deshalb finde ich das persönlich einfach mal gut, die überhaupt gar nicht. Ja. Und deshalb finde ich das einfach auch mal traurig. Ja, und deshalb. Deshalb finde ich persönlich auch generell, weißt du, das ist ja nicht so schön, so eine Kooperation machen. Jeder denkt nur an sich und ah, ist mir egal, was der andere macht. Das ist natürlich typisch. Dann ist später Backup Snatch. Und ja. Deshalb finde ich das auch schade, dass das halt nicht mal was sie gemeinsam machen, sondern jeder hat sein Ding. Dass jeder den anderen ins Ein. Ins Ein auswischen, weißt du, und deshalb. Ja, deshalb finde ich persönlich, das ist echt bitter. Ja, und das heißt, was mich auch noch besonders aufregt, ist, wenn das von Kindern abgezogen werden, die ja irgendwelche Spenden machen und die auch. Manche sind sogar so dreist, die machen Spendenaktionen und scheinbar das Ziel nicht mehr in den. Da frage ich mich dann, weil manchmal sagt, fertig ist genau. Das ist doch nicht, dazu, seine Träume zu erfüllen, sondern Leute zu unterhalten. Das ist doch eigentlich das Ausschlag, wieso das überhaupt nicht gut ist, eigentlich sich ja, zu bereichern oder so. Oder sich ein tolles Leben zu machen. Aber ich habe das so ein Gefühl, das ist so irgendwie gerade, wie sich das breit machen. Nicht alle sind so, aber. Aber die meisten denken dann nicht mehr so. Ich bin einfach nur übelst traurig. Und deshalb. Ich muss im Leben erstmal sagen. Und deshalb finde ich das persönlich, das geht mal gar nicht. Ja. Das könnte so schön sein, weißt du. Und eine der besten Sachen geht einfach, dass man so wenige Kooperationen oder was gemeinsam ist. Dass man sich fragt, was das eigentlich soll, die Scheiße. Geht doch mit der Beste sein, der den anderen aus, eins aus, guck mal der, wisst ihr, und finde ich das einfach richtig. Was mir richtig auf den Zünder geht, so, das geht mal gar nicht eigentlich. Das ist für mich persönlich. Ich sage, das finde ich schon. Das Potenzial von einigen. Es geht nur um sein Wohl, ihres Wohl. Und das geht da nicht. Oder ist das nicht so? Ist das nicht so? Ist das nicht wirklich so? Boah, sag mal. Das ist wirklich so alles nur Geld, Money, weißt du wie? Ich glaube, das ist so ein Gefühl, das ist. Da kommt man mal so vor, ich weiß nicht, ist irgendwie nicht so traurig.
brauchen hier noch dasselbe fast. Was da. Und ah, der übelste Gegner ist 20-0. Die Welt, keine Ahnung. Weißt du, und hätten irgendwas, die dehnen sich so halt so. Und am Ende sind irgendwelche Leute, die denken sonst was, was sie wären, die größten, die nicht glauben. Aber das finde ich einfach nur bitter, weißt du. Oh, das war mir so klar, das ist dann jemand schon. Ich konnte nichts machen, deshalb finde ich. Leute, ist jetzt mal gut hier. Deshalb finde ich das generell gut schon irgendwann. Irgendwann werden die das bereuen, die Leute, die das machen. Meiner Meinung nach, weil dann nicht mehr. Und da ändert sich ja das Publikum, ist ja nicht vernünftig, weil wenn die finde ich, es Pipapo haben, weißt du? Ja, komm. Ich bin einfach zerstört oder was? Müll, Werbung. Nein, Mann. Alter, leck mal. Ja, auf jeden Fall fand ich das generell schon. Das ist alles nur noch Hype, 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 Hype. Immer mehr, mehr, mehr. Weißt du, und das Gespräch wie möglich. Sieg. Das ist einfach nicht richtig. Das ist richtig bitter. Bitte so. Bye.